Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, ich glaube, wir haben 10 Minuten gebraucht am Anfang, um reinzufinden, um die Versuchung einzustellen. Ich glaube, der Rest der ersten Halbzeit hat an uns gehört. Wir machen das Tor schon rausgespielt und haben in der Folgezeit nochmal hochkarätige Möglichkeiten, immer sehr schön, schnell kombiniert. Den Bein war, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, natürlich ein bisschen hinterher, dass wir an dieser Stelle dann auch diese Chance nicht genutzt haben, vielleicht höher in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, insgesamt ein ausgeglichenes Spiel. Bochum hat Druck gemacht, das muss man auch anerkennen. Das Tor fällt aus dem Nichts, aber es fällt, weil wir da einfach im Moment auch den Zugriff verlieren, ein bisschen die Gegner aus dem Auge verlieren, auch bei der Flanke, die Ende noch dran sind. In der Folgezeit haben wir versucht, auch immer noch aufs Tor zu spielen, haben auch nochmal Möglichkeiten gehabt. Leider ist es uns dann nicht gelungen, letzten Endes, egal ob in der ersten oder zweiten Halbzeit, dann aus den vielen Chancen auch richtig Kapital zu schlagen. Trotz alledem, ich bin jetzt glaube ich fünfmal schon gefragt worden, ja, sind Sie sauer? Nein, ich bin nicht sauer. Natürlich ist man enttäuscht, wenn die Mannschaft letzten Endes ein gutes Spiel macht, hier auswärts bei einer guten Mannschaft, dafür nicht den Lohn mitnehmen kann. Aber der Auftritt war trotzdem gut. Man muss auch an dieser Stelle hier mal auswärts bei einer guten Bochumer Mannschaft auch mit so einem Unentschieden mal zufrieden sein. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.